Okay, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Hi. So. Okay, ist natürlich jetzt vom Setting nicht ganz so perfekt, aber wir wollen jetzt nicht gleich hier unken. Und dann gucken wir mal zusammen mit dem Ralf, was denn seine Lieblingsscreen hier kann. Also ich habe tatsächlich einige gesehen und die hat mich ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Ja, das sieht jetzt ja aus wie ein gemaltes Bild. Wir haben verschiedene Settings, wirst du gleich sehen, verschiedene Netzzahlen und so. Und sie haben sie halt, naja, messetypisch halt auch schnell. Das Ganze musste innerhalb eines Tages aufgebaut sein. Das heißt, also du sagst jetzt 3,60 Meter, 170.000 Euro? 180.000 kostet die hier in 3,60 Meter. Jetzt. Okay, genau. Mit einem, was für ein Pitch? Hat 0,9er Pitch, okay. Hat jetzt einen Stromverbrauch von nur noch 300 Watt. Du machst jetzt die Produktpräsentation für diesen Herrn, aber du kennst dich gut aus. Aber du hast dich schon damit auseinandergesetzt. Ja, natürlich, klar. Oh, perfekt. Okay, you can start. Okay. Wait a second. Would you mind to talk into that microphone since I'm recording a YouTube video? Yeah, I give you the microphone. Okay. My English is not. Okay, okay, then just go along. I know everything about it. Okay, ich probiere dann irgendwie was reinzubringen, weil ich höre nicht ganz. Ich höre gerade mehr Freddie Mercury. Und gebe dir natürlich die Eindrücke durch. So, Ralf prophezeit übrigens in 3 Jahren 100 Riesen. Das ist so der Preisverfall, das den du so prophezeist. Genau, das ist ja ein Gespräch, dass es so kommen soll, die Entwicklung. Wir werden sehen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, beeindruckend hier ist, also das ist eine LED-Wand, die jetzt speziell für das Heimkino entwickelt wurde, mit dem Ziel, also die wird nicht warm. Du kennst das bei LED-Wänden, ja. Du gehst mit der Hand ran und dann spürst richtig Hitze. Das Ding bleibt kalt, also wirklich kalt. Was machen die aus deiner Sicht anders? Weißt du das? Nein, das weiß ich nicht. Ich habe nur gestern mit dem Entwickler gesprochen. Und 300 Watt. Ja, ja. Und deswegen auch Stromverbrauch nur noch 300 Watt. Das ist okay. Erstaunlich wenig. Ja, das Bild ist mega. Da merkt man auch erstmal wirklich, was mit HDR umsetzbar ist, weil ich finde, man sieht kaum Projektoren, wo man es voll sieht und überhaupt mal zu erahnen, wofür ist HDR denn da? Das musst du zu Hause mit einem OLED sehen, weil selbst mit einem GTC 380 kriegst du die Dynamik nicht rein. Ich habe ja gestern auch, also diese Szene hier von Gemini Man, die kenne ich ja in- und auswendig mit sämtlichen unseren Heimkinoprojektoren. Und das sind jetzt ja nur 300 Nits. Das ist und ja nicht so habe ich die noch nie gesehen. Ja. Dass das uns jetzt wegballert von der Helligkeit, das ist ja einfach der Kontrast, die In-Bild-Dynamik. Ja, richtig, nicht genau. Die absolute Helligkeit. What's the reason why your screens are that excellent in terms of the picture performance? What's the main reason? We are using our own control system, our own processing system to do the fine tuning of the color. Okay. What's the reason for the low power consumption? Low power consumption, it depends on your PCB design and as well your driver quality. Yeah. Okay, that's interesting to know. And what's the reason for the low heat dispersion from the screen? Do you use something different than all the other ones? Keep secret. Okay, that's a secret, okay. But it's no secret that the picture is amazing. Yeah, yeah. Despite the bright environment. Yeah. Ich meine, ich habe ja auch schon viele gute Bilder gesehen, natürlich dadurch, dass ich nur im Heimkino, im High-End-Segment unterwegs bin. Und dann sitze ich hier, sehe diese Bilder, die ich in- und auswendig kenne und ich fall vom Glauben ab. Also das ist ja unfassbar, was da geht. Also wirklich unglaublich. Ja. Naja, spannend. Eine spannende Technologie und wir gehen alle davon aus, das ist die Zukunftstechnologie, nur halt momentan noch für 99% der Menschen unerschwinglich. Sag mal, das ist jetzt der Hobbit. Ja, stimmt, der Erebor ist Hobbit, ja. Bei dem spielen sie jetzt mit High. We want to show you the motion class processing. Okay, that's what I just want to discuss. This is not the high frame rate version. No, it's the 24p version. Okay, so using motion interpolation, it looks awesome without any artifacts. I haven't seen this that good. Okay, ja, also das ist so gut. Ich habe gerade wirklich gedacht, die zeigen uns jetzt hier diese High-Frame-Rate-Version, die damals im Kino lief, aber das war hochgerechnet und zwar ohne Artefakte. Amazing, amazing, really. Ja. Okay,
Okay, so ganz habe ich es nicht verstanden akustisch, aber auf jeden Fall geht es um das Bildruckeln. Dafür ruckelt das 24 Frame, aber mehr als ich das jetzt von dem Beamer kenne. Now we open our Oder ist das jetzt nur, weil ich versaut bin von dem Flüssigen? Aber so krass wie hier, das Ruckel habe ich noch nicht gesehen. Aber es, also okay, da ist jetzt die Frage, wo steckt es da drin, was ist eingestellt? Sah eher für mich gerade aus wie ein Pull-Down-Ruckeln. Auf jeden Fall vom Bildschärfe, Bilddynamik. Und vor allen Dingen, ich sehe hier, I don't see any tile effect at all. There's no visible tiles at this picture. Ich sehe, das Bild ist komplett unkachelig. Oder siehst du hier irgendwo die Kachel? Ja, das ist das Thema, was ich vorhin dir schon gesagt habe. Ich habe mit den Entwicklern gestern gesprochen, weil mir ist es auch aufgefallen, dass man kaum Kacheln sieht. Hast du eine entdeckt? Oben links? Ich hab oben links eine entdeckt. Die siehst du jetzt aber nicht. Die siehst du später dann bei Vajana im blauen Himmel. Okay. Und dann hat er mir eben gesagt, dass normalerweise, wenn das beim Kunden installiert wird, siehst du wirklich keine. Aber sie haben gestern innerhalb eines Tages, Anfang, als die Messe aufgebaut wurde, innerhalb eines Tages alles aufbauen müssen. Und in diesem Messestress ist das das letzte Quäntchen Präzision dann. Deswegen siehst du es an der einen Stelle, da drüben dann später. Da ist jetzt nur die Frage, ob das jetzt hier aus so ein selektierter Prototyp ist, handgelötet, handgestrickt, dass er hier geil aussieht, oder ob das die Performance ist, die man on the road rauskriegt. Das ist ein Prototyp, wurde mir schon bestätigt. Do you consider this performance to be reproducible at a customer's home? Or is it just a prototype, which looks that good? Unless they have their own technology to do the same processing. Okay, das war jetzt zwar nicht ganz die Frage auf die Antwort auf die Frage, aber wir werden einfach sehen. Ich habe sie nämlich gefragt, ob diese Qualität auch nachher bei den Nicht-Prototypen wiederholbar ist oder ob jetzt hier nur das Messestück so geil aussieht. Aber du kannst so ein Ding bestellen und dann lass es uns wissen. Schreib es in die Kommentare rein, aber bitte vorher abonnieren. Er hat auch noch viele weitere Titel hier, wo er Schwarzwerte zeigt und verschiedene Nitzstufen und so. Das ist alles sehr interessant. Die Zeit hast du jetzt nicht, aber ich war wirklich schwer beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Ja, die Farben. Weißt du, wann ein Produkt richtig geil ist, wenn einer von uns, der wirklich viel anschaut, auf einmal denkt, Mensch, ich muss den Film nochmal angucken, jetzt nochmal in einer richtig neuen Art. Ich sagte, hier Vajana, das kenne ich zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Ja? Weil erstens finde ich den Film fantastisch und die Szenen nutze ich selber tatsächlich auch zum Vorführen. Oh, das ist so krass. Und ich sehe das hier, ich dachte so, Alter, was ist das denn? 3D ohne Brille, das ist guck, ja greifbar. Hier, guck mal, da stehen die Haare hoch. Und wie du so sagst, wenn uns geil. Einer, die wir wirklich einiges gewohnt sind, da sitzen und kleine Kinder werden, also dann muss es gut sein. Dann guckt man sogar so einen Film nochmal an. Wobei die Disney-Filme ja meistens so vom Storytelling her, von den Werten, die vermittelt werden, toll sind. Ja, den finde ich überhaupt ganz toll. Also Vajana, mega. Tolle Musik, tolle Story, ganz tolle Film. Ich habe neulich immer den Film abgeschaut, der mit dem Haus. Den finde ich auch sehr, sehr schön. Den finde ich auch schön, ja, tatsächlich. Ja. Aber der eignet sich nicht so als Showcase wie dieser Titel hier. Ja, aber das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn. Das sind jetzt nur 300 Nits. Game Changer. Also das ist wirklich, alles andere passt da nicht. Das ist hammermäßig geil. Das Schöne ist, man kann sich ja verschiedene Settings machen. Wenn man tagsüber Fußball gucken will, kann man das Teil auf 800 Nits hochschrauben. Wenn man abends im Dunkeln einen Film schaut, kann man selber bestimmen, man kann es auch runter auf unter 100 Nits, wenn einem das zu hell ist. Das ist alles kein Problem. Das ist ja das Schöne an der Technologie. Du kannst variabel die Helligkeit die Leuchtdichte ändern. Ne? Nach deinem persönlichen Geschmack oder was es dir halt angenehm ist. Also ich freue mich auf die Heimkino-Zukunft mit dieser Technik. Ja. Ich glaube, das gibt dann auch der ganzen Branche Heimkino nochmal einen Riesenschub, weil die Leute dann nochmal die wahnsinnige Essenz der Kunstform Film wirklich noch viel besser wahrnehmen können. Ja. Weil jetzt, sind wir es mal ehrlich, wenn du eine Soundbar hast und so einen normalen Fernseher, ich finde, es ist so ein bisschen Filmvergewaltigung, dass du die Essenz, die drinsteckst, einfach nur oder auf dem iPhone oder sowas anschaust. Dabei steckt da so viel drin, was uns bewegt, absolut, was uns abholt, was uns mitnimmt auf eine Reise. Und das ist hier ein Ticket. Mega. Ja, aber bis das hier jetzt für die Masse erschwinglich wird, da reden wir noch 10 bis 15 Jahre. Bist du da noch schon in Rente? Gerade, ne? Ich glaube, ich Obwohl, du hast so viel Spaß dran, wollte ich gerade sagen. Wir gehen einfach nicht in Rente. Warum das ist Geile, ja? Gehen, ja? Du, ich habe manchmal mit Leuten zu tun, die, ich gehe in 10 Jahren in Rente, wo ich da denke, ich habe da noch ewig hin, aber ich habe nicht mal den Gedanken, so nach dem Motto, wieso? Ich habe Bock auf das, was ich mache. Alrighty, damit konkludieren wir das Ganze. Findet doch keinen Schluss hier. Ah, yes,
Nur noch dieses eine, schau dir das noch an. Okay. Das Black Level, die Black Level oder Inbild-Kontrast-Demo. Das ist tatsächlich auch nochmal. Ja. Da kann man sogar sich jetzt überlegen, ob man Leute abholt, denen es gar nicht um Filme geht, sondern die dieses, ich will jetzt nicht sagen spirituelle, aber die einfach sagen, ich brauche einen Raum, um mich zu zentrieren, dieses Energietanken, nicht nur das Musische, sondern einfach auch gerade so dieses galaktische Abtauchen in eine andere Welt, die das Sphärische, die einfach nur eine Reise machen wollen, ohne Film oder Musik. Weil sowas ist einfach inspirierend, einfach mal die Sinne auf eine Reise zu schicken in eine ganz andere Weise. Und das jetzt noch in einem restlich optimierten Raum. Es ist natürlich jetzt im YouTube-Video schwer einzufangen, was wir beide jetzt mit eigenen Augen hier sehen. Das ist leider, ja. Ich wünschte, man könnte das im YouTube-Video transportieren. Aber glaub mir, das denke ich mir so häufig. Ja. Aber wir geben uns ja allergrößte Mühe. Ohne Brille. Ja. Und wenn dann die Lautsprecher nicht so plärren, sondern auch noch gut sind, dann sind wir voll abgeholt. Und dann noch die Box dazu. Stehst du eigentlich auf die Box? Ich tatsächlich gar nicht. Okay. Weil ich sage immer, ich will beim Film schauen meine Ruhe haben. Also ich finde es cool. Ich habe noch nicht vergessen abzuschalten, wo ich mir eine Suppe gemacht habe. Das war eine Sauerei. Also ich hatte mal eine Vorführung. Das war, wo war denn das? Auf einer Messe in den Staaten. Und dann saß ich da drin. Und dann war da eine Szene von Gladiator. Und bei jedem Schwertschlag hat mir der Sitz da vibriert und getan. Und ich dachte, what? Ja, warum? Gut, das ist dann albern, ja. Das ist albern. Es kommt immer auf den an, der es programmiert. Nur im Flugzeug zu sitzen oder im U-Boot finde ich mega geil. Oder mit Harry Potter rumfliegen. Aber es ist Geschmackssache. Ja. Ich hatte aber tatsächlich noch keinen Kunden, der es gekauft hat und nicht völlig begeistert war, trotz des Preises. Es ist freilich eine coole Sache. Ne? Es ist... Aber gut, das ist jetzt völlig off-topic. Und off-topic. Thank you so much for this very amazing presentation. Thank you.